Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sid Meier's Civilization 6, der Zahn der Zulu mit mir im Regie. Und ich hoffe, es passt alles, weil es sieht komisch aus in der OBS-Vorschau. Also muss dann mal schauen, wie es danach aussieht, auf jeden Fall. Ja, das ist irgendwie seltsam. Ja, haut schon irgendwie. Genau, das letzte Mal gab es die Westerweiterung. Und da geht's dann dieses Mal auch dann weiter mit Auckland. Und dann geht's weiter mit Genghis Khan. Genau. Also es wackelt halt immer so, wenn ich hier rumziehe. Das kann, glaube ich, daran liegen, dass das mehr als 60 FPS sind und OBS nicht damit klarkommt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall nächste Runde. Und ich krieg 5 Gold, ja. Ah! Warte mal, ist das nicht Dido? Karthago? War das nicht letztes Mal auch schon Karthago? Alter, halt's Maul, Tojo. Auckland, auch genannt das Tor in den Westen, weil schaut euch das mal an, diese Optimallage. Eigentlich bräuchtest du nur noch hier irgendwie was versperren. Zum Beispiel, wenn man Auckland eingenommen hat, hier dann den Lagerbezirk hin, Alter, das wäre pervers. Oder mit Kroketta. Hier den Lagerbezirk, dann ist ja Feierabend. Behauptungen, die in einer Markt. So. Machen wir erstmal mit den Kanonen weiter. Die Frage ist, wenn ich mit den Musketieren angreife, wenn ich mit den Rittern angreife, dann. Wenn ich die Impi angreife, ah, die kriegen voll aus Maul. Scheiße. Wenn in die hohle Birne. Mit denen muss ich. Ich bin schon noch mit Genghis Khan im Krieg, oder? Ja. Ich kann einen Handelsweg plündern. Hehe. So, ist die Frage, kann ich von irgendwo anders einen Gouverneur abziehen? Die Frage ist, wenn ich. Excuse me. Die eigentliche Frage ist. Falscher Weg. Ich komme ja nicht durch. Ich habe doch hier irgendwo mal einen Gouverneur hier. Wenn ich den aus der Stadt abziehe in die andere Stadt, ob dann die Stadt rebelliert, aber ich denke mal nicht, weil ich habe jetzt genügend Städte in der Nähe. Neuzuweisung. Auf Auckland. Ja, eben. Wirtschaftswesen. So, Ausrichtung, machen wir Kolonialismus. Hier hinten produzieren wir mal eine Werkstatt. Und hier produzieren wir mal eine Bank, wir brauchen das Geld. Ressourcenmauern, Bank, Wassermühle, Stadtmauern, Monument reparieren, Politikplatz füllen. Das da. Wir könnten uns auch mal um mehr Handelswege kümmern. Jetzt gibt es dann gleich einen Notfall gegen mich, weil ich ja Auckland eingenommen habe. Und da kommt der Brasilianer an und will mich da wahrscheinlich ficken. Aber das geht nicht. Das werde ich verhindern. Ich dachte, dass die jetzt dran glauben müssen. Frickin' Frick. Halt's mal. Ich mach dich kalt, Amanakoi. Ich ziehe einfach die Impi hinten nach.
Und genau. Das ist ein guter Plan, weil dann kann ich auch easy. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Moment. Da werden wir jetzt gleich mal der Sache auf den Grund gehen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ach Gott. Ach Gott. Über uns. Oft gefragt. Okay, dann ist es confirmed. Die Zeugen Jehovas waren gerade bei mir an der Tür. Ach, nee. Nee, nee, kein Bock auf die. So. Ich kann jetzt mal die Abwehrschütze mal ansehen. Die Muskeln nämlich auch sicher. Kann ich die hierhin bewegen und die befördern? Brauche ich noch einen Trupp in der Stadt? Nein, das ist sogar sehr gut. Ach, fuck, bin ich dumm. Das war ein Fehler. Die Impi sind viel besser als die Musketen-Piskoniere, genau. Pikeniere. Ich glaube, wir werden ein dunkles Zeitalter fallen. Aha. Vom Kongo? Aha. Das ist ja mal interessant. Seriously? Seriously? Fucking seriously? Okay, ich glaube, ich muss dir doch upgraden, weil so haben die mehr Kampfkraft, 70 Nahkampf, und so haben sie nur 56, was aber auch gut ist eigentlich. So, und Dini. Taj Mahal. Ich könnte halt echt den Taj Mahal bauen, ne? Warum nicht? So, Gesandte kommen nach Buenos Aires. Die Wirtschaft ist ein Bereich. So machen wir's. Ah, der kann nach mir wegen schießen. Oh, das ist sexy. Der aber nicht, schade. Ach, da unten. Ja, spätestens nächste Runde habe ich die Stadt.
Kolonialismus. Als ob. Ausrichtung Bauwesen. So, was kann man Lundi bauen? Einen Händler. Mal ein bisschen Handelsupgrade machen. Warum öffnet, warum minimiert es da das Spiel? Ich hab doch Steam überlernt. Händler. So. Gut. Next CD eingenommen. Oh. Man spannt sich von Ost nach West einmal durch. Komplett. Sogar gut. So, hier hinten machen wir mal einen Handwerker. Und hier machen wir erstmal Monument. Die Frage ist, wie viel Loyalität kriegt Auckland? 8. Wenn ich den jetzt neu zuweise nach... Okay. So. Halt's mal. Man kann natürlich vom... Heil. Heil. Koppeln. A la Dark. Der steht natürlich genau im Weg, gell? Ah, nee, das ist meins. Heil. Chata. Wir werden hier mal ein schönes Wegenetz aufbauen. Oh, plus 1 Reichweite. Das ist sexuell. Renaissance-Mauern. Die haben wir schon Hafen, das heißt, es bringt dann nichts, das heißt, wir brauchen Industriegebiet. Hier zum Beispiel.
Börse. Eine Fabrik. Hier fehlt ein Ikanda. Könnte halt hier so ein Ikanda hinstellen. Steht da, glaube ich, ganz gut. Dann eine Grenze nach rechts absichern. Oder doch eher nach links. Bisschen Wirtschaft boosten. Ein Handelsweg Cup habe ich noch. Alan Turing. Unser Volk wartet auf eure Befehle. Wir Scheiße. Sind. Ein häufiger Fehler, den Leuten. Ich glaube, wir müssen dann demnächst mal gegen Brasilien einen Krieg führen, damit wir ordentlich die Zeitalterpunkte boosten können. Wenn ich Genghis Khan jetzt dann besiegt habe, der immer noch irgendwo eine Stadt hat, mache ich Frieden mit ihm. Nee, keine Waffenkammer. Das wollte ich eigentlich bauen. Da müsste man eigentlich auch mal einen Handwerker kaufen. Wer weiß. Wo kommt denn der her? Schon Dark. Zeugt eine Reliquie. Hier fehlt. Hier, okay, passt. Passt. Sehr gut. Wir brauchen mal einen neuen Gouverneur. Das heißt, wir holen mal ihn hier und schicken den nach Ulundi.
Aha. Der böse Kongo. Von Latta ist unabhängig geworden, lol. Man sollte nie einen Schütz. Schön, dass man das nicht sieht. Das hat man gerade nicht gesehen. Okay. Sorry deswegen. Sorry. Kein GTA mehr. Nee. Sorry, Leute. Aber wir haben Genghis Khan besiegt im Krieg. Ist doch schön. Ist doch schön. Zwei neue Stadtstaatenverbündete. Nach oben kann man noch expandieren hier, ne? Huch! Dang it. So. Hier kann man noch ein paar Städte gründen. Hier zum Beispiel. Hier dann noch. Hier kann man auch noch eine machen. Hier kann man auch noch eine. Hier kann man auch noch eine. Das läuft schon irgendwie. Wohin ist jetzt die Frage mit meiner Armee? Wohin, wohin? Bedroht mehr Gefahr bis jetzt? Eigentlich aus Brasilien, ne? Ich sage, stehe ich schon meine Armee an der Grenze auf. Ich brauche da mal ein paar Speer, die ich nach oben schicken kann. Ich hoffe, der Kongo greift mich nicht an, das wäre ein bisschen blöd. Ich meine bloß, das würde mir mal komplettes Geld wegfallen. Ich glaube, jetzt heißt es erstmal wirtschaftlichen Aufschwung in den nächsten paar Folgen. Wir das alles schön aufbauen, damit wir schön viel Money kassieren. Damit wir dann auch vorbereitet sind auf den nächsten Krieg. Ingenieurskunst. Und haben wir irgendwo Öl? Nee, natürlich nicht. War klar. Da oben ist Öl. Ja, ist früher oder später müssen wir hier eine Stadt gründen. Hilft nicht. Ah, hier ist Öl. Direkt. Oh, das ist schön. Das ist schön. Produzieren. Ein Handelszentrum wäre ja vielleicht eine Idee. Plus 3.
Ah, hier ist Kohle. Aber ich krieg sowieso schon irgendwie Kohle. Woher? Die Stadt starten, ach so. Aladido. Hier wäre halt auch noch perfekter Platz für eine Stadt, gell? Nein! Oh, fuck. Okay. Das war jetzt nicht schlau. Habe ich eigentlich eine Religion gegründet? Nee, ich habe nur ein Pantheon. Okay. Block da. Hast du jemals ein Luftschloss gebaut? Touch mal. Push me. And then just touch me. So I can get my satisfaction. Satisfaction. Push me. And then just touch me, so I can get my satisfaction, satisfaction. Das Ritterchor. Ich sollte mal Spione in die Welt schicken. Ist mir gerade nur so eingefallen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee. Hier könnte man auch eine Stadt gründen noch. Rapa Nui lächelt mich so an. Palenque genauso. Palenque in Brasilien. Auch Brasilien. Eieiei. Sollten wir aber mal darauf konzentrieren, eine starke Flotte aufzubauen, vielleicht. Ne, eigentlich kein Händler, sondern das wollte ich eigentlich haben. Das kann man Handwerker machen. Man hat den Gouverneur neutralisiert. Tja, das ist hier, wie heißt's, You dare to impose me, mortal. Oh oh. Och nee. Jetzt ist mir gerade eben erst aufgefallen, dass. Okay, Moment, Leute, das fixe ich kurz. Ja, gut gefixt, Ricky. Moment, haben wir gleich. Ja. Bildschirmaufnahme, ja. Warum nimmt er die nicht? Ihr seht ja nichts mehr, das ist das Problem. Und der nimmt bei mir die Bildschirmaufnahmen nicht mehr. Eigenschaften, Bildschirmaufnahme, ja, Bildschirmaufnahme. Warum nimmst du die nicht?
Hier hängt er hinterher. Schauen wir mal. Na, Erzwingeskalierung ist keine gute Idee. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das machen. Okay, da passiert gar nichts. Sehr gut. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh Mann, ist das behindert. Ich hasse es. OBS, what the fuck, ey. Es lief doch gerade noch so gut. Der nimmt irgendwie... Bildschirm 1 nimmt er auf. Bildschirm 2 nimmt er nicht... Also Bildschirm 1 nimmt er nicht auf, Bildschirm 2 schon. Das heißt... Rein vom Logischen her. Tue ich... Das Bild jetzt halt auf... Kann ich einen Fenstermodus hier anmachen? Warum kann ich das nicht einstellen? Das ist ja behindert. Die Frage ist halt, warum kann ich das ja nicht skalieren? Verstehe ich nicht. Dem Bild, das ihr gerade seht, da bin ich ja schon ewig nicht mehr drin. So. Nee. Mann, was ist denn das für eine Scheiße mit Civ 6, ey? Das kotzt mich jetzt an ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Warum nimmt er das Bild nicht mit auf? Ich verstehe das nicht. Warum hängt er das auf? Das hat doch gerade super funktioniert die ganze Zeit. Okay Leute, dann sage ich euch schnell, was passiert. Ihr werdet es sowieso im Laggen sehen. Also, Weltkongress Sondersitzung läuft, zwei Notfälle gegen mich. Ich stimme beide Male dagegen. Aber die werden wahrscheinlich jetzt gegen mich durchkommen. Genau. Unsere Taten haben die gesamte Welt. Ich bin jetzt im Krieg. Die Wissenschaft verdankt. Unser Volk wünscht eine Eisen. Russland und Dido. Ach, ihr seht es wieder. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Hä? Ja, okay, dann machen wir die Runde noch fertig. Das ist ja weird. Ich muss mal nachgoogeln. Also, Kongo ist immer noch auf unserer Seite. Das ist gut, weil dann kann ich mehr Geld abschöpfen. Ja. Auckland wollen sie. Auckland ist gut zu verteidigen. Das ist gut. Das ist sowas sehr gut. In Olundi produzieren wir jetzt mal Spione. Ja. Auf. Das heißt, wir haben jetzt sind mit Palenque im Krieg. Okay. Jetzt laggt's wieder bei euch. Das ist weird. Das ist echt weird. Dass sich Civ 6 nicht mit OBS verträgt, ist echt komisch. Auf jeden Fall Palenque kann man dann demnächst angreifen und wir müssen Auckland verteidigen. Das ist aber relativ easy, weil ja, ne? Seht es ja eh. Genau.
Sobald ich in Richtung meiner Hauptstadt scrolle, geht es nicht mehr. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, so geht's wieder. What the fuck, das ist ja weird. Das ist weird. Das ist richtig weird. Ich gehe aber nochmal schon nach drüben, damit wir auch wenigstens was Schönes fürs Thumbnail haben. So, nichtsdestotrotz war's das mit der Folge Tiff 6. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.